Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 4. Beim letzten Mal haben wir noch versucht, den Dressrosa über einen S-Rang zu kriegen und haben es nicht in einem einzigen Level hingekriegt. Jetzt kommen wir zum Whole Cake Island Arc. Und hier können wir auch noch ein paar Charaktere nochmal spielen und Richtung voll ausprobiert setzen. Carrot ist tatsächlich eine, bei der ich alles freigeschaltet habe. Und Nami braucht... Also ja, das heißt, beide muss ich noch einmal spielen. Und Chopper muss ich... allerdings auch noch einmal spielen. Ne, Chopper muss ich zweimal spielen und deswegen spiele ich ihn jetzt zuerst. So, und ich habe keine Ahnung, was ich hier genau erreichen muss, um den S-Rang zu kriegen und warum ich ihn noch nicht gekriegt habe. Aber ich gebe mein Bestes, um es zu schaffen und es ist gut möglich, dass ich es eben nicht hinkriege. Aber auf jeden Fall braucht Chopper noch die Combo-Attacken. Und hat 5 Spezialattacken für uns. Auch hier muss ich jetzt erstmal gucken, welche ich zuerst weg machen will. Oh, geil, das ist der Monster Point. Den werde ich auf jeden Fall mal als erstes nehmen. Hufkick Palme, erledigt Gegner mit einer Reihe von Schlägen in der Monster Point Form. Dann haben wir 2-mal Kung Fu, einer davon ist ein Konter. Nochmal Kung Fu und dann noch Horn Point. Ich glaube, Horn Point ist das, was auch Fischmenschen eingesetzt hat, aber hier ist der... Nussknacker. Soldat. Okay, ich nehme einfach die beiden, da ist Chimbei zu sehen. Der Kung-Fu-Konter für einen kurzen Zeitraum vermeidet er feindliche Angriffe und entfesselt dann einen Konter. Und der Kung-Fu-Zyklon dreht sich mit hoher Geschwindigkeit eine Kung-Fu-Point-Form herum und erzeugt einen Tornado. Die anderen zwei sind auch Kung-Fu-Spurt. Führt mehrere aufeinanderfolgende Angriffe in der Kung-Fu-Point-Form aus. Und Horngewehr 11 springt in der Horn-Point-Form kraftvoll aus dem Untergrund heraus und rammt Gegner in die Luft. Okay, wir probieren erstmal nur die drei aus, so wie letztes Mal. Dann haben wir später noch was übrig. Notfallbehandlung kann eh komplett weg. Dann ersetzen wir das durch Kung-Fu-Zyklon. Ne, Konter erstmal. Weil, den da, ja. Okay, hier kommt Kung-Fu-Zyklon und hier kommt Hufkick-Palme. Nice. Die passen schon alle, dann können wir loslegen. Dann gucken wir doch mal, weil danach müssen wir Chopper zwar nochmal spielen. Oh Gott, bin ich klein. Aber, ja, wir werden das eh wahrscheinlich nicht schaffen, hier noch den S-Rang so einfach zu kriegen. Das ist immer das Gleiche. Ich weiß nicht warum, also gut, ich habe die Münzen nie ausgegeben und ab jetzt wird es eh richtig hart skaliert. Also bei Dressrosa auch schon, aber ich würde sagen, hier auch. Nee, verpisst euch. Oh. Ah, eine Reihe von Schlägen. Das war der Konter. Ich habe den einfach instant eingesetzt. Oh, nice. Okay. Und wir haben das hier schon mal erobert. Fast aus Versehen. Das ist der Zyklon. Okay. Aber ich glaube, den haben wir schon eingesetzt. Keine Ahnung. So, dann gehen wir gleich mal in den Scope-Modus. Und wieder ein Konter. Okay, kam der gerade weg, glaube ich. Dann hauen wir nochmal mit dem Monster Point euch in die Fresse. Tschüss! Oh, damn, einer ist direkt raus. Okay, der Scope ist ein bisschen Zeitverschwendung, aber ist halt so. Ach so, ich kann auch... Ja, ich kann... Also ohne volle Kraftburst kriege ich doch niemals einen S-Rang hin, oder? Tja. Naja. Haben wir jetzt eigentlich schon in irgendeinem Level außer den Anfangsleveln S-Rang noch erreicht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube halt echt, das mit dem Farmen, das wird gerade nichts. Aber es geht ja auch hauptsächlich darum, mit Charaktere nochmal auszuprobieren. So, insofern ich das gerade kann. Ja, aber könnte man halt echt anders machen, aber ist egal. Ich mache das jetzt halt so. Jetzt habe ich schon damit angefangen. So, ich muss gleich zu Sanji gehen und dann werde ich hier eingesperrt. So, Konter ist aktiv. Ja, ich muss Sanji, okay, Sanji wurde ausgeschaltet. Muss ich das Territorium erobern oder muss ich nur die Dudes jetzt auftauchen killen? Ja, das mit den Kills könnte schwierig werden hier. Ich habe erst 500. Okay, das war der Konter. Nee, war es nicht. War es der Konter oder war es nicht der Konter? Ich bin verwirrt.
Okay, die falschen Ruffys sind hier. Komm mal her, ihr Penner. Ich hau euch halt aufs Maul. So, das war der Konter. Das war keine gute Idee, von euch ganz zu greifen. But, einer ist down. Einer ist so gut wie down. Und der hier ist der nächste. Oh Gott. Okay, erledigt. Keine Ahnung, ob ich dieses Territorium noch einnehmen soll, aber ich tue es einfach. Ich weiß nicht, ob das hier Zeitverschwendung ist oder ob es klug ist, aber jetzt habe ich es schon gemacht. Also, ich brauche die Kills, ne? Braucht die Kills, sonst wird das hier nix. Okay. Haben die alle zurückgezogen, die ich gerade noch verkloppen will. Wollte, wie auch immer. Gott, bin ich schnell. Ganz lustig ist auch, ich habe mal mit Whitebeard... bei Whitebeard renne ich ja... Wenn ich mit Whitebeard renne, im volle Kraftburst, das sieht so heftig aus. Weil er einfach so riesig ist. Sieht das richtig lustig aus, wenn er dadurch die Map sprintet in Riesenform. Abartig schnell. In Riesenform. Ich meinte in Vollkraftburst-Form. Hier sind ganz schön viele Gegner, aber ich glaube nicht jetzt hier durch. Durch die Ruffies. Carrot wurde auch gefallen. Okay, es ist also entweder Carrot oder Chopper, der da zusammen mit Ruffy gefangen rumsitzt. Irgendwie. Naja. So, hier wäre frei. Huch, habe ich den da auch getroffen? Ja, geil. Komm her, Ruffy. Fake Ruffy. Das war eine schlechte Idee, mich anzugreifen. Tschüss. Okay. Und dreht sich durch die Map. Geil. Okay. So, hier ist Ruffy. Ruffy wird von Ruffy und Verbündeten angegriffen. Und direkt die Palme hinterher. Die aber noch nicht gekillt hat. Aber der Angriff ist super. Ich liebe diesen Angriff hier. Ich dachte gerade, ich hätte mich eingegraben. Das sah echt seltsam aus. Aber da war einfach nur ein Stein, in dem drin stand. So, die Ruffys sind alle besiegt. Dann kann ich dadurch... Wir wurden beim Kuchenessen angegriffen. Okay, Carrot ist die nächste. Der Ruffy ist auch besiegt. Es kann sein, dass ich hier den Zeitlimit gar nicht hinkriegt habe, weil ich jeden einzelnen Fake Ruffy killen wollte oder sowas. Keine Ahnung. Das natürlich eigentlich gar nichts bringt, weil ich mehr als genug Münzen von Ruffy mittlerweile habe, glaube ich. Ich glaube, die sind schon über Maximum. Zumindest glaube ich, dass ich dadurch überhaupt Ruffy-Münzen bekomme. Also, keine Ahnung. Ich denke mal. So, Carrot, hallo, ich bin da. Direkt noch in Kizuna Burst. Den Kizuna Burst, jetzt mische ich schon beides. Volle Kraft Rush. Ah, dieses Scope immer ist so eine Zeitverschwendung. So, weg mit dir. Ja, bin schon da. Tschüss, Gegner. Waren jetzt gar nicht so viele. Wir haben alle besiegt. Also, wir haben alle gerettet, sagen wir so. Okay, nichts weg hier. Hier sind aber noch einige Gegner, die ich wegkloppen kann. Mehr oder weniger. Wieso mehr oder weniger? Ich habe keine Ahnung. Ich habe 1000 Gegner besiegt, das ist schon wieder eine Weile her. Oh, ich renne in die falsche Richtung. Ich mache einen auf Zorro mal wieder. Ich muss da lang. Irgendwo da. Okay, hier muss ich rein. So, jetzt ist Brûlée da. Brûlée verkleidet sich erstmal als Nami. Nami verkleidet sich als Brûlée. Okay, dann eben so rum. Oh Mann. Los jetzt. Weg mit dir. Was? Oh, damn, ey. Einfach mein Nami eine scheuern in Riesenform. So, und das müsste es gewesen sein mit der Nami-Form. Oder auch nicht. Fliegt nur in der Gegend rum, ey. Oh mein Gott, die hat gar keine Chance, sich zu verwandeln. Aber sie scheint sich noch gar nicht zu verwandeln. Okay, ich dachte, es wäre nach dem ersten Balken. Stimmt aber nicht so ganz. Oh Mann, Alter, triff doch mal Maro.
So, jetzt ist Sanji. Okay, dann kriegst du gleich auch das in die Fresse. Bats, oh mein Gott, der Damage. Holy shit, Chopper. Ja, mit der Monsterform ist Chopper echt so ein Monster. Ich meine, die Kung-Fu-Form ist auch ganz lustig. Er setzt sie halt die ganze Zeit ein. Aber die Monsterform, holy shit. Warum ist das Leben direkt nur halb voll? WTF? Nee, das ist doch falsch, den ich gerade gekämpft habe. Aber trotzdem, links oben. Was ist denn jetzt der falsche, richtige falsche Ruffy? Einer von denen, die gerade low sind. Ich hau einfach damit drauf. Dann ist eh Schluss mit lustig. Tschüss. Oh, was? Okay, einer ist raus. Holy shit, ey. Ich glaube, das hier ist die echte, ja. Und das wär's. Okay. Ich habe das. Ich glaube, das ist kein S-Rang. Absolut nicht. Ja. Gut. Das ist kein S-Rang. Das wäre fast ein S-Rang. Die Kills haben gereicht, nur die Zeit nicht. Shit. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, aber... Mann! Ich glaube echt, ich werde die S-Ränge einfach gar nicht farmen. Ich versuche es zwar, aber ich tue es nicht. Aber gut, das wären Choppers Spezialfähigkeiten, die noch gefehlt haben. Im nächsten Level können wir hier weitermachen. Und ich glaube, da können wir einige spielen. Okay, würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.